Alter, was geht ab, Leute? Hier? Ist schon dunkel. Ein später Start. Wir haben hier mal schnell Sierra mitgenommen. Und sie gönnt uns jetzt ein Shiny Sneeble. Hoffentlich. Hab mich gerade mit Mugat getroffen. Für einen Spezialtausch. Ah, leider nicht. Denn ich habe jetzt seit über 2 Wochen jeden Tag einen Glückstausch gehabt. Und heute hatte ich keinen geplant. Habe ich spontan Murat angeschrieben, denn ich bin mit einer seiner vielen Accounts Glücksfreunde gewesen. Hatte gesagt, kein Problem, wir machen da einen Raid. Bin ich dazugekommen, haben wir getauscht und abgehakt. Morgen beim X-Raid habe ich auch noch einen Glückstausch, also bis morgen ist schon mal gesichert. Die nächsten Tage danach habe ich leider noch nichts. Ich hatte mir überlegt, nach Kassel zu fahren, denn da habe ich 4 Glücksfreunde, aber ja, Zeit ist leider nicht da. Zu viel zu erledigen. Weiß ich nicht, muss ich mal schauen, aber ich glaube leider nicht. Grüße gehen raus an Kassel. Aber auf jeden Fall sehr schade, denn demnächst beginnt das Event, wo man 2x am Tag Glückstausche machen kann. Was für Glückstausche? Ich denke nur noch an Glückstausche. Spezialtausche machen kann. Das wäre halt perfekt gewesen. Für die ganzen Glückstausche, die ich eben noch offen habe. Jetzt müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, dadurch, dass ich Murat getroffen habe, bin ich jetzt erstmal auf Raid-Tour, weil das passiert, wenn man Murat trifft. Ich habe auch noch einen 7er für euch. Ich habe Screen Recorder schon ausgemacht. Ih, man Tipps. Oh, Ida. Ich habe gestern noch beim Rocket Event was abnormal Klasses gebrütet. Wollt ihr das sehen? Seht ihr nach der Werbeunterbrechung. Schmarrn, so früh schalte ich keine Werbung. So ein paar Raids später, aber nur irgendwelche Kobalium oder Trigger Raids. Ich wollte eigentlich gar keinen mehr machen. Morgen ist der nämlich weg, also heute für euch. An dem Tag, wo ihr seht, das ist der letzte Tag. Und ja, Alola, das war Alola. Gala, Smogmog und Castador heute extrem selten, leider. So der erste, den wir heute machen. Ne, zweiter. Aber vielleicht gehen noch ein paar. Wir haben einen Gala Smogmog gefunden, den machen wir jetzt. Murat hat es eilig, denn da vorne ist irgendwo ein 100er Rihorn. Ich habe zwar schon ein paar, aber ich würde schon mitgehen. Aber er leidet, weil ich glaube, wir schaffen den nicht. So Leute. Gala Smogmog. Ohne Wetterboost. Damit er unter die 1500 kommt für PvP, deswegen haben wir gerade den gebraucht. Wir haben uns nur angeschlossen, damit wir welche bekommen. Denn es will ja keiner welche machen. Aber ich brauche ja einen 100er Gala Smogmog. Abgesehen davon packen wir es glaube ich auch schon wieder heim, weil heute ist nicht so viel los. Raid-technisch war echt tote Hose. Kaum Dreier. Und wenn, dann offensichtlich bei 16 Dreier-Raids kein Castador. Erst recht nicht Gala Smogmog. Ja, ich weiß, der ist 4er. 12,56. Man weiß es nicht. Ich gebe euch Bescheid. Wir sind auf dem Weg zu einem 98er Gihorn. Ein kleiner Trostpreis für Murat. Den 100er haben wir nicht geschafft. Aber eben besser als gar nichts, oder? Hier ist eins. Schauen wir mal. 941. Ja. Oh Mann, der ist nicht mal hoch. Level 20. Ja. Ich weiß den, glaube ich, wirklich. Okay. Ja. Ich schreibe nur in den Kommentaren, was ich mit dem machen soll. Ich nehme hier mal auf letzte Sekunde ein Castador mit. Murat hat den nicht mehr geschafft. Das wäre echt verrückt. Also schafft man noch. Und dann so 5 Meter davor. Also nee, schafft man doch nicht. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit keinen Bock. Und dann die letzten 5 Meter, dann habe ich gesagt, ey Digga, wenn wir schon da sind. Und dann bin ich gesprintet und habe den erwischt und er nicht mehr. Und gleich da vorne ist auch noch einer, also nehmen wir mit, aber hat sich leider nicht gelohnt. 5,30. Kleiner Zeitsprung.
Ich habe die Tasse Dude noch mitgenommen. Da an der X-Ray Arena mit den ganzen Leuten. Dann war ich zu Hause jetzt, hab was gegessen. Und jetzt fahre ich nochmal schnell zu einem Cobalion Raid für eine Kollegin, damit der Raid stattfindet. Und jetzt habe ich schon drei Cobalion mehr gemacht, als ich eigentlich machen wollte. Ja, aber hey, vielleicht wird es ja noch ein Monat. Okay, noch ein kleines Highlight. Shiny Kamorx. Kann man gerne mitnehmen. Ich freue mich noch über jedes Shiny. Das Shiny des Tages. Nice. Das heißt aber auch Glück verbraucht. Jetzt kommt kein 100er Cobalion mehr. Yo, kleiner Einschnitt. Ich sehe gerade beim Schneiden. Am Anfang der Folge habe ich gesagt, dass ich was Krasses gebrütet habe und es euch nach der Werbeunterbrechung zeige. Habe ich dann aber nicht gemacht. Muss ich euch aber dringend zeigen. Dringend. Bildschirm ist jetzt nicht an, aber es sollte eigentlich auch gehen. Yo, Shiny Pantimimi. Bei der Rocket-Stunde gebrütet. Gar nicht bemerkt, weil so viele Rocket-Stops gemacht, gar keine Zeit gehabt und direkt weggedrückt. Später im Inventar geschaut und bam. Das ist saftig. Der ist heftig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht es gleich weiter mit dem Rest des Videos. War ein verrückter Tag, war eine verrückte Folge. Bisschen zusammenhangslos. Aber so ist halt Pokémon Go manchmal. Einfach rausgehen ohne irgendein Thema. Einfach rausgehen. Man trifft hier und da ein paar Leute, einen Glückstausch und dann von einem Raid zum anderen und dann trifft man hier wieder ein paar Leute, dies, das. Man macht da einen Raid und dann sieht man dort einen Raid und dann macht man dort einen Raid und dann trifft man da jemanden und dann nimmt man den noch mit. Da haben wir da so einen getroffen an der Haltestation. Ist von der Arbeit nach Hause gefahren. Wir kannten ihn, haben ihn angequatscht, hey, was geht ab und so. Und dann hat er gesagt, er hat noch gar kein Cobalion. Dann haben wir gesagt, hey, komm mit, musst mitkommen und so, bla bla. Also kein Bock, gerade nach der Arbeit und so, er will nach Hause und so. Und dann ist er natürlich doch mitgekommen. Oh Mann. Noch eine andere Story. Also ich hatte ihn geredet vor einer gewissen Zeit. Am Anfang war er auch recht aktiv. Aber jetzt hat er eine kurze Pause eingelegt. Wegen ein bisschen Stress und so. Deswegen hat er auch kein Cobalion. Und ich hatte ihn aber jetzt schon gelöscht, weil einfach zu lang inaktiv. Und dann nach dem Raid sagt er noch so zu mir und Murat, ja, ja, heute mache ich auf jeden Fall eure Geschenke auf und schicke euch welche. Und ich denke mir nur so, oh Mist, ich habe dich schon gelöscht, Bruder. Auf jeden Fall einfach so ein random, typischer random Tag, Pokémon Go halt zocken. Vor allem mit Murat ist immer lustig, Grüße gehen raus an Murat. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Also, Shiny Pantimimi, das war's, was ihr nicht gesehen habt. So, wir sind wieder zurück. Cobalion Raid war nichts Besonderes, sogar relativ schlecht. Ich sehe hier gerade meine Liste. Denn heute, wenn ihr dieses Video hier seht, bin ich auf Ligigas Raid Tour, X-Raid Tour. 5 Stück habe ich wieder am Start. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ist mein erster Ligigas X-Raid. Ich habe meinen einzigen bisher nur vom Event. Checkt doch nochmal das Video vom Event ab. War lustig. Ansonsten heute nicht wirklich viel gemacht. Glückstausch mit Murat, um die Strähne intakt zu halten, weil wir haben jetzt echt über 2 Wochen jeden Tag einen Glückstausch gemacht. Für Donnerstag habe ich einen geplant, also für heute dann Dienstag auch. Mittwoch muss ich noch einen Kollegen fragen, Freitag und Samstag vielleicht auch noch. Und dann sieht es sogar relativ mau aus mit den Leuten. Also ich habe da noch ein paar Glücksfreunde am Start, aber die sieht man nicht regelmäßig. Dann brauche ich wieder neue, also ich glaube 3 Wochen ist das Maximum und dann war es das mit der Strähne. Dieses Jahr kommt auch auf jeden Fall noch ein Update zu meiner Lucky Shiny Sammlung. Ansonsten euch viel Glück, viel Erfolg mit euren X-Raids. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.